Wir stellen das Airbrush-Set Iwata Neo CN vor, mit dem Kompressor Modul Air und sämtlichen Verbindungsteilen. Im Lieferumfang befindet sich die Airbrush-Pistole Iwata Neo CN. Ein Textilschlauch mit 2 Meter Länge. Eine CD-ROM mit unserem Airbrush-Katalog und einem kompletten Airbrush-Kurs. Eine Airbrush-Farbe auf Wasserbasis. Ein Airbrush-Reiniger. Und natürlich der Airbrush-Kompressor Modul Air, ein sehr leise laufender Kolbenkompressor mit sehr hoher Leistung. Hier sehen Sie, wie der beiliegende Schlauch am Kompressor angeschlossen wird. Das andere Ende des Schlauches wird auf die Airbrush-Pistole aufgeschraubt. Am Kompressorgehäuse befindet sich ein Halter, in dem die Airbrush-Pistole abgelegt werden kann. Der Kompressor arbeitet als Vollautomat, das bedeutet, das Gerät schaltet dann ein, wenn tatsächlich Luft benötigt wird. Wenn keine Luft benötigt wird, schaltet das Gerät wieder ab. Hier sehen Sie den Druckregler, mit dem der Arbeitsdruck reguliert werden kann. Sollte sich im Wasserabscheider Kondenswasser angesammelt haben, ist dieses leicht zu entfernen, indem man auf den Knopf von unten drückt. Hier ist die Druckanzeige für den Arbeitsdruck zu sehen. Die Pistole arbeitet mit einem Doppel-Action-System, das heißt, wenn Sie auf den Bedienhebel drücken, steuern Sie die Luft, wenn Sie den Bedienhebel zurückziehen, steuern Sie die Farbmenge. Die Neo CN hat 2 Farbbehälter, einmal 7 Kubikzentimeter, einmal 1,8 Kubikzentimeter. Wenn Sie ganz ohne Farbbehälter arbeiten, haben Sie eine Farbmulde mit ca. 1 Kubikzentimeter. Die Neo CN ist geeignet für Illustrationen, für den Modellbau, aber auch für Spezialfälle wie zum Beispiel Airbrush-Tattoos und so weiter. Wie in diesem Video zu sehen ist, können sehr feine Linien gespritzt werden, es sind aber auch mittelgroße Flächen möglich. In der Pistole befinden sich lösungsmittelfeste Dichtungen, das bedeutet, dass auch lösungsmittelhaltige Farben und Reiniger verwendet werden können. Das ist vor allem im Modellbau und für Custom Painting wichtig. In unserem Lieferumfang befindet sich auch eine deutschsprachige Anleitung für die Pistole und für den Kompressor.